Ich habe weder eine Karte noch ein Diagramm oder einen Zeitplan. Echt tolle Organisation. Ich werde mal Papa Schlumpf fragen, ob er mir mehr über diese Mission verraten kann. Und hopp! Hallo, Papa Schlumpf. Du weißt ja, ich habe mich freiwillig gemeldet, nicht wahr? Ich wäre jetzt bereit aufzubrechen, aber ich brauche noch ein paar Informationen. Ja, natürlich. Schlumpfe zur Quelle von Aqua Magnifica am Lager des wilden Schlumpfs. Aber suche zuerst Handy auf der Lichtung auf. Er repariert die Brücke, die zum Lager unseres lieben Freundes führt. Alles klar, ich habe die Informationen sorgfältig in meinem Gedächtnis gespeichert, Papa Schlumpf. Ich hoffe, Handy hat die Brücke fertig. Ich will nicht allzu lange warten. Hallo, alles in Ordnung? Es ist so schön, dass Papa Schlumpf mir vertraut. Aber das ist ja eigentlich auch klar. Ich bin noch seine rechte Hand, oder? Ich habe jede seiner Missionen erfüllt. Okay, ich muss Handy auf der Lichtung treffen, und zwar schleunigst. Hallo? Hefty, kannst du mich schlumpfen? Leider ja, Schlaubi. Was willst du? Hier versteckt sich ein Pestling im Boden. Ich weiß nicht, ob ich daran vorbeikomme. Versuche zuerst, den Geschossen auszuweichen. Es wäre schade, wenn du umgehauen würdest. Wenn du dich ihm näherst, versteckt er sich und es guckt nur noch ein kleiner Stiel aus dem Boden. Versuche, darauf zu springen. Schlumpfe ihn mit einem Schlumpfklatscher. Hopp, hopp, hopp. Alle, hopp. Und hopp. Schlumpft denn hier vor sich? Die Pestbälle haben uns angegriffen. Ich mag aber keine Pestbälle. Wo sind sie denn jetzt? Denen werde ich eine Lektion schlumpfen. Sie sind weg. Sie haben einen Erdrutsch verschlumpft und uns so den Weg versperrt. Ich mag aber keine Pestbälle und versperrte Wege mag ich auch nicht. Ich auch nicht, Muffi. Vielleicht könntest du mir helfen, einen anderen Weg hindurchzufinden. Ich mag es aber nicht, andere Wege zu finden. Na schön, das verstehe ich. Dann mache ich es selbst. Alle, ja. Wenn ich hoch genug klettern kann, reicht die Wucht vielleicht, um das aufzubrechen. Und hopp, 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 hopp. Alle, ja. Hallo, Papa Schlumpf. Ich habe den Weg für die Schlümpfe freigemacht. Alles in Ordnung, Schlaubi. Du kannst... Warte, ich muss auflegen. Ich glaube, ich habe Gesellschaft. Hallo, Papa Schlumpf?
Tut mir leid, dass ich mich so an dich anschlumpfe. Ich hatte einen unerwarteten Gast, aber wie du siehst, habe ich mich schon darum gekümmert. Ja, tatsächlich. Also, was wolltest du mir erzählen? Schlumpft alles gut voran? Ja. Die Schlümpfe, die im Wald gefangen waren, können jetzt ins Dorf zurückkehren. Ich bin immer noch unterwegs zu Handy. Und hopp! Okay, jetzt kann ich weiter. Ich muss nach oben. Dieser Pestball ist viel größer als die anderen. Oder vielleicht brauche ich eine neue Brille. Und hopp!
Hallo, ist jemand hier? Hallo, Schlaubi, ich bin es. Glauben Sie? Oh nein, der wird mir nicht helfen können. Ich habe gerade ein Geschenk geschlumpft, direkt neben einem Kreuz, das jemand auf den Boden geschlumpft hat. Ein Geschenk? Für mich? Was war da drin? Das wird nicht einfach. Nichts. Vermutlich nur einer von Jokis schlechten Scherzen. Wo ist der überhaupt? Vielleicht ist er gegangen, um etwas in mein Geschenk zu schlumpfen. Ja, glauben Sie, das wird es sein. Okay, ich sollte da mal los. Er kann nicht weit gekommen sein. Das klingt nach Jokey. Mal sehen, was da los ist. Bitte hilf mir, Schlaubi! Das ist kein Scherz, das schwöre ich! Heiliger Schlumpf! Hier schlumpft es ja nur so vor Verseuchung. Und da ist ja auch eine Pestfalle. Ich muss schnell zurück, bevor Gargamel kommt. Keine Angst, Jokey! Ich hole dich da raus! Ich muss noch ein Herz heilen, dann geht die Pestfalle auf. Danke, Schlaubi. Ohne dich hätte Gargamel mich erwischt. Ach, das wäre ein echt mieser Witz gewesen. Sag mal, wie hast du dich denn in diese Lage gebracht? Ich habe da drüben dein geöffnetes Geschenk und das Zeichen auf dem Boden gesehen. Ich wollte Handy einen Streich spielen. Ich habe ein Geschenk vorbereitet, das ihm in die Hände fallen sollte, wenn er auf das Kreuz trete. Es war gar nicht leicht, das vorzubereiten, glaub mir. Das glaube ich sofort, Jokey. Aber gerade als ich mich verstecken wollte, erschien aus heiterem Himmel ein Pestball und erschreckte mich. Also bin ich auf das Kreuz getreten und da ist mir mein eigenes Geschenk ins Gesicht geschlumpft. Tja, wer anderen eine Grube schlumpft, schade, dass ich das verpasst habe. Ich geriet in Panik, also lief ich davon, ohne zu gucken, wohin, und landete in dieser Pestfalle. Beim nächsten Mal überlegst du es dir sicher besser, ehe du dumme Witze schlumpfst, oder? Na gut, gehe du nach Schlumpfhausen zurück, ich muss weiter. Hopp, hopp, hopp! Alle, hopp! Und hopp! Hopp, hopp, hopp!
alle. Okay, jetzt kann Joki zurück ins Dorf schlumpfen und ich kann weiter. Wäre Poete hier, würde er eine Serenade an den prächtigen Wasserfall schlumpfen. Hey, auf diesen Pilzen kann ich einen Schlumpfklatscher machen. Dann würde ich noch höher fliegen, oder? Das Floß ist nicht am Steg? Ist das ein geheimes Passwort? Sowas wie deine Gans ist gekocht? Nein, das ist kein Passwort. Unser Floß ist verschwunden. Handy muss es genommen haben, um den Fluss zu überqueren. Ich hoffe, ihm ist nicht zugestoßen. Mach dir keine Sorgen, Schlumpfine. Ich schlumpfe einen anderen Weg, um auf die andere Seite zu kommen. Bis später. Thank you.
Finale, ja? Wie? Hopp, hopp, hopp. Hallo Leute, ich habe gerade die Überreste des Floßes gefunden. Die Überreste des Floßes? Hat jemand es aufgegessen? Nein, es wurde zerstört. Die Trümmer sind überall im Wasser verteilt. Kannst du es wieder zusammenschlumpfen? Ich habe keinen Kleber und auch keine Zauberkräfte. Und vor allem bin ich nicht Handy. Wo ist er übrigens? Er ist bestimmt ohnmächtig geworden. Glaube ich nicht. Ich kann ihn nirgends sehen. Er muss weitergegangen sein. Moment mal, schlumpf für mal das Schlumpfi-Talki-Kochschlumpf. Hallo Schlaubi. Kannst du sonst noch irgendwas sehen? Ja, hier liegen ein paar Werkzeuge herum. Oh, ein paar Planken auch. Mit etwas Fantasie findest du vielleicht einen Weg, damit den Fluss zu überqueren. Denk nach. Okay, der Hammer fehlt in der Werkzeugkiste. Und ich brauche einen, um die kaputte Brücke zu repaschlumpfen. Er muss hier irgendwo sein. Schauen wir mal. Werden sofort wieder verseucht. Wenn ich von ganz hoch oben einen Schlumpfklatscher mache, vielleicht haben sie da nicht genug Zeit, um wieder verseucht zu werden. Bitte, so komme ich auf die andere Seite. Halte durch, Handy. Ich komme. Großartig. Alle, ja? Papa, ich habe einen Schlumpf gefunden, der in einer Pestfalle gefangen ist. Das ist ja furchtbar. Schnell, wir müssen ihn befreien. Gargamel könnte jeden Augenblick auftauchen und ihn sich schnappen. Ich kann ein paar Pestfallenherzen sehen, die geheilt werden müssen. Um die kümmere ich mich mit dem Schlumpfisator. Viel Glück, ich zähle auf dich. Du weißt doch, dass du immer auf mich zählen kannst. Richtig, Papa Schlumpf? Papa Schlumpf? Hallo? Oh, scheint aufgelegt zu haben.
Zugestoßen. Auf der Lichtung hat uns eine Pestfalle angegriffen. Handy hat versucht, sie abzuwehren. Und ich bin davon gelaufen. Aber ich wurde trotzdem erwischt. Ich habe so ein Pech. Was ist mit Handy? Ich weiß nicht. Ich habe nicht zurückgeschaut. Jedenfalls habe ich ihn nicht mehr gesehen. Wow. Gut gemacht. Papa Schlumpf sagt doch immer, man darf seine Freunde nicht im Stich lassen. Oder? Na los, geh ins Dorf zurück. Ich muss Handy finden.